Let's play Resident Evil HD Remaster. Mein Name ist F-Sack und das ist Folge 4 von diesem Let's Play und ich bin gerade ein wenig verloren. Was wissen wir? Wir haben ein Messer, Pistole, Speichertinte, ein Blue Gemstone und ein Golden Arrow. Und die Pfeilspitze von dem Golden Arrow passt auf den Friedhof. Nur leider habe ich nichts, um die abzuschneiden. Der Serrat, ja. Oh. Ja, so geht das auch. Auf einmal ist er abgeschnitten. Gut. Na, da habe ich jetzt gedacht, dass ich länger rumirre. Ausgezeichnet. Also tatsächlich alles angucken. Und den packe ich jetzt da in den Grabstein rein. Okay, ich hoffe, es klappt. Jetzt muss ich wieder hier dem Zombo ausweichen. So. Der andere macht noch nichts. Wo war es hier? Okay, hier kommt die Pfeilspitze rein. Das klappt auch. Zack. Rein da. Oh, da sind zwei Schmetterlinge gewesen. Okay. Okay. Hole where the eyes should be. Ich könnte mir vorstellen, dass. Dass irgendwo vielleicht der Kristall hier rein muss. Oder man muss tatsächlich Nase, Augen und Münder finden. Auf jeden Fall ziemlich eklig und Zombie höre ich auch schon. Oder so Lichtschatten, sieht ganz nett aus. Wie gesagt, ich habe keinen Vergleich zum Originalspiel. Und da oben ist ein Sarg. Und hier liegt was. Und wenn ich das nehme, werde ich bestimmt erschlagen. Ne, ich nehme das erstmal jetzt nicht. Denn das sieht wie eine Falle aus. Hier noch woanders hin. Naja. Na gut, dann muss ich es wohl nehmen. Schauen wir mal. Will you take it? Yes. Okay, ist nichts direkt passiert. Dann kann ich es mir mal angucken. It's titled Book of Curses. Ja, diesmal gibt es nicht mehr. Aber auf der Rückseite ist ein Schlüssel. Yes. Ah, jetzt habe ich den Mansion Key, der. Und das Buch geht auf. The master speaks no evil, the master smells no evil, sees no evil, cannot speak, smell or see evil. Das sind die vier Masken. Und wenn die komplettiert sind, dann geht's hier richtig rund anscheinend. Also ich habe jetzt den Schlüssel und zwar der dort auch in dem fiesen Fallenkomplex war. Das heißt, jetzt kann ich vielleicht mal ein bisschen anfangen, das Innere der Residenz zu erkunden. Ich denke mal, Schießen auf die Zombies bringt wirklich nichts, weil also zumindest der erste hat ja ewig viele Schüsse ausgehalten. Vielleicht halten die jetzt auch weniger aus, aber solange ich an denen vorbeilaufen kann, sehe ich da eigentlich kein Problem. Und wo fange ich an? Mal gucken, ob ich jetzt alles aufschließen kann. Ne. Menschen Key, mal gucken.
Ah, da ist ein Schwert drauf. Na? Zu doof, um zu drehen. So. Das ist also der Sword Key. Hervorragend. Der war zum Beispiel hierfür, oder? Naja, natürlich nicht. Ah, hierfür. Na dann. Schau ich mal hier rein. Tolle Türanimation hätten sie sich, finde ich, auch schenken können. Aber wahrscheinlich war es aus dem Originalspiel und sie wollten das Flair, den Flair beibehalten. Gott. Schon wieder ätzend. Knickknacks. Jetzt kommt er schon. Versucht ihn jetzt mal umzuschießen. Scheiße. Geh erstmal wieder raus. Jetzt weiß ich nicht, ob er direkt wieder da steht. Vier Schüsse habe ich schon auf ihn abgegeben. Jetzt ist er weg. Schuss ins Leere gemacht. Slot. Alter, was ist los? Wie viele Schüsse habe ich denn noch? Vier. Na gut, die kann ich jetzt auch noch abfeuern. Also, Achievement auch. Sie gehen also zu töten, aber. Viel Ads. So, jetzt ist leer, aber sie lädt nach. Töte ich den jetzt auch. Die Waffe ist schon in ihm drin und ich bin. Scheiße. Jetzt kann ich wenigstens an ihm vorbeilaufen. Habe ich noch ein Kraut? Ne, Kraut ist aufgebraucht. Und meine. Oh, jetzt stehe ich wieder auf. Falsch rum! Und meine Energie ist schon gefährlich. Steht schon auf gefährlich, braucht Kraut. Was für ein Ding? Wooden Mount. Na, Gepär. Angucken. Okay, wer weiß. Noch ist Platz im Inventar, dann nehme ich es mit. Ah, hier kann ich. Da glitzert was erstmal. Eine Hundepfeife. Memo. Okay. Hier gibt es also einen wilden Hund, der immer im zweiten Stock am Westflügel des Balkons rumhängt. Und den kann man herbeirufen. Okay, also es gibt einen wilden Hund, dafür ist die Hundepfeife und dem soll man irgendwie ein Halsband umhängen, damit er vielleicht nicht mehr so wild ist. Aber das Halsband habe ich jetzt ja nicht bekommen. Das ist nur die Hundepfeife. Kann ich, die Frage ist, kann ich damit einen mir freundlichen Hund rufen? Oder nicht? Das Band werde ich ja wohl hier auf so einem Grammophon nicht abspielen können. Hier ist ein Feuerzeug. Wie ist es, wenn ich Gegenstände fallen lassen will? Geht nicht, oder was? Okay. Kann ich nichts ablegen? Okay. Wenn voll ist, ist voll anscheinend.
ein bisschen ungewöhnlich. Könnte mein Magazin wechseln, dann wäre es weg. Aber dafür mache ich das jetzt erstmal nicht. Oh Gott. Ja, schön. So, ein Ding überall. Gegner. Ist gar nicht, wo ich jetzt hier. Was? Ja. Keine Ahnung, jetzt bricht mir die Tür über den Kopf zusammen oder was? Jetzt gucken, ich bin fast tot. Ah, jetzt muss ich doch mal auf die Map gucken, wo ich bin. Also warte mal. Hier bin ich jetzt. Okay. Gucken wir mal hier rein. Ich hätte bei den drei Gegnern ja mal die Hundepfeife nutzen können eigentlich. Fällt mir da mal so ein. Verpasst die Chance. Hier wurde was verbrannt, im Kamin nichts Seltenes. Wobei, ist das überhaupt ein Kamin? Könnte auch nur so ein Tisch sein. Alles nur uninteressanter Kack. Da liegt aber Speicherband. Das will ich natürlich. Und ich will dann. Oh, hier gibt's die Shotgun, ey. Krass, die brauche ich natürlich. Die Munition ist ja noch im Friedhof. Und hier ist noch ein Abwehr-Degen, der ist auch jetzt wichtig. Okay, also auf jeden Fall mal Planänderungen. Speichern erstmal. Dann die Shotgun holen. Scheint mir jetzt am sinnvollsten. Wie komme ich am schnellsten zurück? Weiß ich nicht. Ich probiere mal nebenbei noch ein bisschen zu erkunden. Hier höre ich schon wieder einen Scheiß. Anscheinend habe ich das mir nur eingebildet oder es waren meine eigenen Schritte. Wasser, liegt da nicht eine Zahnbürste? Ja. Jetzt passiert irgendein Kack. Ist ein Zombo drin bestimmt. Ah, scheiße, na klar. Ey. Sie sind der Kotz. Der hat mich anscheinend. Ich noch bis zum Klo geschafft. So, jetzt ist ja was Tolles in der Wanne drin. Yes. Wie ist es, wenn man. Okay, da hat man zwei Dinger. Das ist natürlich super. Sehr schön. Mehr Verteidigung ist immer gut. Besonders wenn ich hier am seidenen Faden hänge mit meinem Leben. Mal gucken. Ich kann das nicht so richtig zuordnen hier. Auf jeden Fall ist auf einmal alles irgendwie offen. Oh Gott! Ist er tot? Ja.
wahrscheinlich nicht der Hund, den ich abrufen können. Überall Hunde da. What the fuck? Wieso kannst du den jetzt nicht in einem Schuss erschossen? Wie viel Schuss habe ich noch? 6. Okay, nochmal Sword Key. Ah! Sehr schön. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich bin. Und das ist auch perfekt, denn jetzt gehe ich zur Schreibmaschine, um zu speichern. War ganz schön aufregend jetzt. Oh, Cutscene. Oh, Jill. Got any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. See you later. Ciao. Toll. Sieht man sich ja nicht mal wieder nach so viel Aufregung, nur um sich dann wieder zu trennen. Was soll ich denn davon halten? So, dann werde ich an dieser Stelle den Spielstand speichern. Zack. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Das war Folge 4 von Let's Play Resident Evil HD Remaster. Und mit Folge 5 geht's dann beim nächsten Mal weiter. Tschüss.